Recht herzlich willkommen zur 178. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, 178, ich weiß nicht, 100%, aber ich glaube ja. Gut, was machen wir? Wir wollten eine Rakete nach Duna machen, die dann wieder kommt oder so. Das sagte der Dralo noch. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher, ob wir nur die... Warte, das ist jetzt aktiv. Baue eine neue Orbitalstation um Minmus. Positioniere einen Satelliten in einer bestimmten Umlaufbahn von Luna. Das machen wir schon. Rette Defort aus der Umlaufbahn von Minmus. Das sind aktive Dingens. Gut, dann Flüssigkeitstreibstoff. Das ist über. Das. Und das ist ja eine Mission, die wir schon machen. Dann würde ich mal sagen, warum haben wir hier, ja... Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell den hier retten, ne? Habe ich da irgendwas vertan, mich oder so? Nein, das ist... Okay, das dauert noch lange, bis das zu Ende ist, aber... Und die Orbitalstation? Okay. Die sollen 11 Kerbals in der Umlaufbahn von Minmus versorgen können. Okay. Baue eine neue Station. Antenne, Dockingport. Muss Strom machen. 11 Kerbals müssen da reinpassen. Viewing Cupola of Station. Und 4000 Flüssigkeit an der Station muss auch noch da sein. 10 Sekunden stabil behalten. Und in die Umlaufbahn von Minmus. Okay, das wäre alles kein Problem, aber... 11 Kerbals müssen da rein. Krass, eine Antenne ist auch klar. Und den Dockingport. Ja, aber wir machen dann doch erst den. Retten wir den erstmal, ne? Ja, machen wir doch. Ja, da rein. Und dann laden wir was. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Sind wir letztes Mal nach Duna gestartet und dann irgendwie nicht auf die Umlaufbahn gekommen oder was war das? Das war Auto gespeichert hier. Minmus V4. Habe ich mich vertan jetzt mit Duna und Minmus? Kann das sein? Duna ohne Wiederkehr ist klar. Boah, das mit dem Unterscrollen geht gar nicht, ne? Moon Rescue. Oh, Minmus V4, da ist er. Minmus V4, bitte mal laden. Okay, das ist die da oben. Und da sollen wir dann den Dingens holen. Und wieder hierher holen. Die ist wohl schon mal nach Minmus geflogen, ne? Aber da sitzt ja jetzt schon einer drinne. Der muss ja eigentlich dann da raus. Und dann müssen wir die Kiste ohne Pilot starten, in dem Sinne. Oder aber wir bauen das um. Was machen wir da jetzt? Eigentlich können wir da besser eine neue... bauen oder uns eine angucken, die vielleicht dementsprechend besser ist, ne? Haben wir denn da irgendwas? Moon Rescue. Rescue Curve in Orbit. Rescue Cup Rock. Schirmtest, Tempus Test. Test 2,5.
Zielhalter, Ziel, okay. Moon Rescue. Minmus Lander. Ja. Abbrechen. Jetzt geht hier auch nichts, oder was? Achso, vielleicht liegt es daran, dass wir nicht auf Bauen sind, ne? Stopp da. Ja, so sieht's aus. So, das würde bedeuten, wir müssten mal eine andere Kapsel nehmen. Diese dann sozusagen, ne? Kann ich die löschen? Aber dann kann ich auch gar nichts mehr machen, ne? Okay, dann mach die wieder weg. Dann ist die unser Teil. Okay, das wäre so. Die ist natürlich eine Ecke schwerer. Das ist das nächste. Und ja. Fallschirm. Landebüchse. War das hier Science? Nee, ne? Und jetzt ist noch die Frage, was ist hier dran alles? Das war noch ein Dekappler, ne? Ja, das ist schon mal gut. Wir bräuchten jetzt erstmal so Science, ne? Den können wir da noch, was sollen wir den da noch drauf machen? Das ist jetzt die Frage, ne? Ah, jetzt haben wir den Dekoppler natürlich dann nicht erwischt. So, jetzt haben wir ihn aber erwischt. Ist da noch was dran? Okay, das Hitzeschild, ne? Das ist ein bisschen klein. Kommandokapsel. Ja. Ich glaube, jetzt ist da nichts mehr dran. Jetzt müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da machen. Entkoppler, Entkoppler. Ne, die brauche ich alle nicht. Nutzlast brauchen wir auch nicht. Temperatur. So, das ist schon mal richtig. Dann machen wir den da dran. Okay, sieht sehr interessant aus. Machen den ab und den dort dran. Dann machen wir den da noch nicht dran, sondern gucken, dass wir da noch einen Tank zwischenkriegen. Sprit war hier, ne? Oder? Ja. So, dann den da dran. So, ich glaube, jetzt wäre das schon mal so weit so gut, oder? Hier haben wir natürlich relativ schlecht mit dem Dingens hier, sag schon. Das gefällt mir noch nicht, ne? Bauteile. Der brauchen wir. Und dann. Jetzt habe ich den natürlich nicht. So. So. Allerdings, nee, funktioniert nicht. Den dahin, den weg. Den dahin, den weg. Und da brauchen wir einen anderen Dekoppler. Ist das der? Ja. Und der da dran. So, dann sollte der da abspringen. Und das funktioniert. Weiß ich nicht.
Dann brauchen wir noch, ja, einen Fallschirm. Wo finden wir den denn jetzt hier nochmal? Dort. Dann kommt die Kapsel runter. Das sollte funktionieren. Wie geht denn hier in die Crew-Kabine eigentlich rein? 2. Okay. Da sind es 4. Gut, das ist natürlich einiges. So, jetzt ist das erstmal soweit so gut. Vielleicht auch nicht, weil vielleicht zum Beispiel sowas wie Batterien fehlen. Müssen wir gerade noch Strom machen. Electricity. Nee, dann mach das weg. Mach den dran. Das gefällt mir dann nicht. Machen wir den da dran. Machen wir 2 von dran. Passt schon, ne? Dann Solarpanel sind da unten. Brauchen noch ein paar Messinstrumente. Barometer und den Go-Gu. Achso, wir machen gerade alles doppelt, ne? Der eine wäre ja ganz gut mit doppelt, aber der jetzt nicht. Oh, dann geht die Tür nicht auf. Vielleicht machen wir doch tiefer. So. Und Temperatur. Den Gu lassen wir jetzt so. Das haben wir da. Dann ist das erstmal alles erledigt, ne? Mobiles Forschungslabor, Computerlandung, okay, das haben wir dann alles. Jetzt brauchen wir noch eine Antenne auf der anderen Seite. Wo sitzt jetzt das? Ja, ist eigentlich ziemlich egal, wo wir das hinsetzen. So. Und einmal bitte zeigen, wie es geht. Okay, die funktioniert so. Und zurück. Ja. Lassen wir erstmal so, oder? Können wir abspringen. So, jetzt müssen wir nur hier gucken. Jetzt habe ich das angepackt, ne? Ist cool, oder? Dass wir da mal den Schub ändern. Der ist sowieso schon schlecht, wie ich sehe, oder? Okay. Den haben wir mal runtergeregelt, oder wie sehe ich das aber? Wenn ich jetzt hier irgendwie. Warte mal, wo ich gerade da unten die Flüssigkeitsstände sehe, dann ist hier ja wohl noch was dran, was raus kann. So. Müssen wir hier mal noch die Grubs auch machen. Gehen wir gerade runter. Das ist die. Starten mit dem erstmal zusammen, ne? Ah, jetzt sieht es auch schon ganz anders aus mit der Delta V und so. So, das und die zusammen. Klar, dann die absprengen ist auch richtig. Dann den und die beiden ist auch klar. Ja, und dann brauchen wir hier oben noch einen. Hallo? So. So, dann passt das schon besser. Der war auf volle Pulle, aber hier müssen wir dann reduzieren wieder.
Dann passt das jetzt auch gleich. Ups, das war zu viel. Passt. So. Dann haben wir das. Ja. Atmosphäre. Stufe 4. Passt. Okay. Ja, okay, weißt du was? Batterie hatten wir dran, ne? Waren noch zwei, ne? Ja, gut. Soweit, glaube ich, ist jetzt alles erstmal dran. Antenne auch, die Kappler ist dran, das kann alles funktionieren. Den hier auch. Jetzt ist die Frage, ob wir den Science Junior wieder mithaben wollen oder nicht. Info absprengen. Da müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber ich sag auch mal, die Folge ist erstmal genug. Bitte Tipps und Ratschläge zur Rakete, ob das überhaupt funktionieren kann oder nicht. Gerne von Ralo und Modrak. Und ja, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dann. Tschüss.